Mein Name ist Lena Herrmann. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in Bayreuth. Ich bin hierher gezogen, weil ich mich aufs Klettern fokussieren wollte. Ja, ich konnte 2015 in den unteren 11. Grad mich langsam einarbeiten und einige Touren klettern, die in dem Grad und noch ein bisschen schwerer sind. Im vergangenen Jahr, im Prinzip genau vor einem Jahr, habe ich mir einen Muskel in der Hand gerissen, Lumbricalis. Das ist passiert, als ich aus dem Wintertraining, das ist bei mir so die intensivste Trainingsperiode gekommen bin, habe mich eigentlich super fit gefühlt und dann hatte so eine der letzten intensiven Einheiten am Campusboard und dann wollte ich Klimmzüge machen, einfach nur am Fingerbrett zum Fingerkrafttraining und dann bin ich ein bisschen gerutscht und war dann aber zu ehrgeizig und wollte es doch noch halten und dann hat es da irgendwas zerlegt in der Hand. Das war sehr unangenehm. Mir war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, wie stark das ist und besonders wie lange das dauern wird. Aber bei mir ist es dann so gewesen, dass ich in der ersten Woche konnte ich nicht mal Brot schneiden mit einem Messer oder die Shampoo-Flasche zusammendrücken, weil es so unglaublich wehgetan hat. Und es war komisch, weil es halt in der Handfläche war und aber auch gleichzeitig gefühlt in der Sehne den Unterarm lang gezogen hat. Also ich wusste sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe es dann sofort meinem Trainer erzählt und gefragt, was ich da machen kann. Und der meinte, dass ich halt am besten sofort zum Arzt gehen soll. Und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich halt die Diagnose bekommen, dass mir da ein Muskel gerissen ist. Wenn ich jetzt hier in die Hohlhand reindrücke, tut es hier weh? Ja. Das schmerzt dir, okay. Jetzt versuch mal, deine Finger alle zu beugen gegen meinen Widerstand. Wenn du jetzt kräftig auch die beiden Zeige- und Mittelfinger beugst, ist das der Schmerz, den man auslösen kann? Und dann spürst du es hier in der Hohlhand und es zieht bis in den Unterarm rein. Mhm. Okay. Die Lumbricalis-Muskulatur entspringt den Beugesehnen der Finger. Teilweise ist hier der Ansatz der Lumbricalis-Muskeln an zwei benachbarten Beugesehnen. Wenn es jetzt zu einem starken Verschieben der Beugesehnen gegeneinander kommt, beispielsweise wenn ein Finger gestreckt ist, während die anderen maximal gebeugt sind, kann es zu diesen Einrissverletzungen in dieser Muskulatur kommen. Ja, im Ultraschall können wir eben sehr gut die Lumbrikalmuskulatur abgrenzen und können zum einen die Funktion erkennen während der Fingerbeugung. Und zum anderen können wir auch Verletzungen direkt sehen, einfach indem wir die schmerzhafte Stelle untersuchen und danach Flüssigkeit oder nach Einblutungen untersuchen. Ja, wir unterscheiden drei verschiedene Verletzungsgrade. Der erste Verletzungsgrad, da sieht man keine Veränderung im Ultraschall. Im zweiten Verletzungsgrad sehen wir Flüssigkeit, aber kein Hämatom. Und im dritten Verletzungsgrad sehen wir eindeutig Hämatom. Und das sind die Grade, die wir auch im MRT untersuchen. Bei den Patienten, in denen der Ultraschall einen Bluterguss in der Muskulatur zeigen konnte, machen wir gerne eine MRT, weil die MRT noch mal besser geeignet ist, um Verletzungen im Ursprung der Lumbrikalmuskulatur abgrenzen zu können. Das ist jetzt das MRT, das wir eben gemacht haben und wir sehen hier ganz exzellent diese Verletzung, noch mal viel klarer als im Ultraschall. Also der Verdacht, den wir hatten, bestätigt sich. Hier sieht man einen Bluterguss. Und aber viel schöner als im Ultraschall die Verletzung hier im Ursprung der Lumbrikalmuskulatur mit dieser Abtrennung der Lumbrikalsehne von bestimmt 1-2 mm, also in dem Fall einer drittgradigen Verletzung. Prinzipiell kann diese Art der Verletzung stets konservativ behandelt werden. Bei den höherwertigen Verletzungen ist es aber so, dass anfangs an eine Ruhigstellung gedacht werden sollte und zusätzlich dann ein Taping der Finger erfolgen kann. Was ich jetzt präventiv mache, um eine erneute Lumbricalis-Verletzung zu vermeiden, ist einmal, dass ich mich besonders gut aufwärme, vor allem wenn es kalt ist. Das ist ganz wichtig am Fels. Hier in Franken können halt auch in leichten Routen mal zwei oder ein Fingerlöcher sein und dann setze ich mich auch einfach bewusst rein, weil ich will das Risiko nicht eingehen und dann hänge ich halt in meiner Aufwärmroute. Es ist mir egal, ich mache oft voriges Aufwärmen mit so einem Ball und versuche dann halt im Training, also in der Situation, in der das dann auch passiert ist, bewusst die Übungen so auszuführen, dass das Risiko vermindert ist, nochmal so richtig zu ziehen. Also ich bin vorsichtiger, weil ich jetzt weiß, dass ich lieber eine Wiederholung weniger mache, aber nicht riskiere, verletzt zu sein, als alles rauszuholen, weil davon hat man am Ende nichts.